Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft Skyblock. Wie ihr vielleicht merkt, vielleicht auch nicht, hat sich was an meinem Kommentierstil geändert. Allerdings, das was sich geändert hat, hat nichts mit meinem Kommentierstil zu tun, sondern damit, dass ich im Nachhinein die Aufnahme nachkommentiere. Weil Open Broadcaster sich einfach mal so gesagt hat, nee, das nehme ich jetzt nicht auf, weil ich habe gerade keinen Bock auf dich. So ungefähr auf jeden Fall. Und ja, deshalb kommentiere ich das jetzt gerade nach. Ich kann euch aber nicht versprechen, wie oft und wie lang und ob ich das auch bei allen Videos machen werde, weil ich habe jetzt massig aufgenommen, wo wahrscheinlich der Ton fehlt. Ja. Hoffen wir für uns und für euch, dass ich das lange durchhalte. Die drei Werkzeuge, die ihr gerade gesehen habt, das war auch sehr intelligent, darauf habe ich mir die Level ercheatet. Weil ich hatte ehrlich gesagt keinen Bock, dreimal auf Level 30 zu farmen. Allerdings habe ich mir dafür die Steinwerkzeuge erarbeitet und die Steine echt abgebaut. Und ich denke, dafür sollt ihr zufrieden sein. Den Lava-Wasserfall oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, habe ich ja noch letzte Folge mit euch zusammengebaut oder runterfließen lassen und hat letzte Folge ja geendet. Die Umrandung da, ja, die habe ich gebaut ohne euch, weil ich ehrlich gesagt keinen Bock mehr hatte dann. Und es ist für mich einfach, wenn ich es nicht kommentieren muss, sondern einfach nur drauf losmachen kann. Hier fällt mir gerade auf, dass es intelligent wäre, eine Spitzhacke mitzunehmen. Allerdings, wie man mich kennt, total verblendet, mache ich das natürlich nicht, sondern laufe einfach weiter und baue weiter ab. Allerdings wird es genau, hier haben wir es schon, ich wollte gerade sagen, es wird sehr oft passieren, dass ich das nochmal abbauen muss. Und irgendwann komme ich tatsächlich auf die grandiose Idee, eine Spitzhacke zu machen und die mitzunehmen. Wow. Anscheinend noch nicht. Aber irgendwann sollte das sogar einem Korni zu denken geben. Aber mittlerweile sollte meine sture Art ja gewohnt sein. Der Goldblock, der da hinten steht, den habe ich übrigens, Spoiler-Alarm, bis heute immer noch nicht abgebaut. Ich weiß nicht, was mich davon abhält, aber ja. Ich habe da in dem Video auch ein paar Themen angesprochen. Ehrlich gesagt weiß ich die aber nicht mehr. Das heißt, ich kann das jetzt mit euch nicht mehr nachbesprechen, weil die Aufnahme für mich auch schon einige Tage her ist. So, Entschuldigung. Und da setzen wir weiter ein paar Steine. Ich hoffe jetzt auch Audio und Video sind synchron. Ich habe mir Mühe gegeben, das so synchron wie möglich zu machen. Ich nehme jetzt den Ton gerade mit Audacity auf und lasse das Video nebenher im Windows Media Player ablaufen und versuche es dann nachher zusammenzuschneiden. Das heißt, im Windows Media Player läuft mein Video, ich sehe das und kommentiere das dann währenddessen mit. Ich werde mich nachher noch wundern, ich weiß nicht, ob ich da rumschaue oder ob ich das damals nur zu euch gesagt habe, das weiß ich tatsächlich noch, warum da keine Gegner spawnen und warum da niemand was droppt. Vielleicht solltest du dann tatsächlich meine Spitzhacke denken. Allerdings hatte ich auf friedlich gestellt, weil ich keinen Bock mehr hatte. Allerdings war das noch bevor ich gestorben bin, glaube ich. Und naja. Warum spawnt wohl nichts, wenn man auf friedlich hat? Die Steinstufen haben übrigens einen ganz großen Vorteil. Gas können sie nicht zerstören, weil die irgendwie Bruchstein nicht zerstören können. Soweit ich weiß, war es zumindest mal früher, so ob es heute auch noch so ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, dass sie Cleanstone zerstören können, aber gebrochener Stein, der bröckelig ist und der viel leichter kaputt gehen sollte eigentlich, den können sie nicht zerstören. Macht Sinn auf jeden Fall. Und hol dir doch endlich mal eine Spitzhacke, das kann man ja gar nicht mehr mit anschauen hier. Sag ich doch. Und zu meiner Entschuldigung, ich habe da einiges auch spät am Abend aufgenommen. Ich hatte nicht mehr die Motivation. Ich weiß nicht. Ich war nicht mehr so konzentriert. Aber ich wollte das alles aufgenommen haben und hat relativ gut funktioniert. Noch habe ich ja ein bisschen frei. Und das hat einen ganz großen Vorteil. Ich kann die Videos ein bisschen im Voraus aufnehmen. Auch das zum Beispiel. Das ist schon... Das Video ist vom, das ist jetzt nicht falsch sage, vom 1.9. und ich kommentiere es nach am 7.9.
Nee, gar nicht wahr. Das Video ist nicht vom 1.9. 1.9. wurde es zuletzt geändert. Das Video ist vom... Moment, ich muss kurz nachschauen. Aufgenommen habe ich es am 28.8. Und nachkommentieren tue ich es am 7.9. Und jetzt könnt ihr mal schauen, wenn es online kommt. Aber wenn es online ist, vielleicht merkt man was. Ich lade das, ich nehme das nicht gleichzeitig auf und dann rendere es und dann lade ich es hoch. Sondern ich mache das alles so. Entschuldigung, ein bisschen durcheinander. Gain ist übrigens kein Anzeichen von Müdigkeit. Wir haben auch gerade 14.47 Uhr, aber gut, das will nichts heißen, wenn man in der Zeit, wo man frei hat. Aber Gainen hat was mit dem Adrenalinspiegel zu tun. Das gab es eine Studie, weil Forschern ist aufgefallen, dass Sportler besonders oft gehen für ihren Wettkämpfen. Und es macht nicht wirklich Sinn, dass die besonders müde sind für ihren Wettkämpfen. Deshalb hat man Bennys Blut untersucht. Und dann konnte man feststellen, je mehr Adrenalin man im Blut hat, desto häufiger gähnt man. Es ist also mehr ein Zeichen von Aufgeregtheit oder von viel Adrenalin im Blut. Wahrscheinlich, wo das herkommt, weiß ich nicht. Vielleicht ist mir jetzt gerade eher bewusst, dass ich hier mit euch rede, wie in der Aufnahme, weil in der Aufnahme mache ich das ja ständig. Und hier muss ich jetzt ja was nachkommentieren. Da bin ich auf die Idee gekommen, die Plattform etwas breiter zu gestalten. Ob das tatsächlich nötig war, weiß ich nicht, aber ich gehe halt gern auf Nummer sicher. Intelligenterweise ist da drüben aber noch ein Platz, wo 2 hoch ist. Da könnten auch noch Dinger spawnen. Allerdings lassen wir das mal außen vor. Weil bringt ja eh nichts. Und jetzt dazu zu sagen, ich habe überlegt, ob ich da Schnee drauf mache oder so. Ich weiß ja gar nicht, ob das im Nether überhaupt geht. Und ja, damals in der Aufnahme habe ich das glaube gar nicht gecheckt. Und die Party da drüben spawnen, die sollen das spawnen. Hey, die kann ich dann zur Not auch von Hand erledigen. So, ich glaube, ich wollte da hinten noch ein bisschen was machen. Was genau möchtest du zu dem einmal machen? Ach, die Lava wieder wegfüllen. Okay. Das heißt, wir gehen da hoch, den gar nicht gefährlichen Weg, wo man gar nicht schlecht runterfallen kann. Ach stimmt, ich habe ja sneaken gedrückt. Beziehungsweise schleichen, wie es in Deutsch heißt. Ich weiß nicht, warum ich manches in Englisch und manches auf Deutsch sage. Irgendwie ist das die Macht der Gewohnheit. Manches bürgert sich halt einfach ein. Hier habe ich dann überlegt, ob ich da runterschwimmen soll. Allerdings habe ich mich dagegen entschieden, da friedlich hin, friedlich her. Ich keine Feuerresistenz habe. Und um Feuerresistenz dran brauchen zu können, bräuchte ich auch eine Magma-Creme, die ich nicht habe. Aber vielleicht spawnt dann irgendwann auf dieser Plattform mal ein Magma-Schleim oder springt hier runter von der oberen Plattform. Fände ich auf jeden Fall richtig nice. Denn dann hätte ich die Gelegenheit, mir das zu brauen. Und außerdem finde ich die Tiere doch ganz nett. Die Magma-Schleime. Ganz im Gegensatz etwa zu den Endermen, die bei mir gespawnt sind. Ich weiß übrigens, wo die tollen Spinnen herkamen, die ab und an gespawnt sind. Das war... Ich hatte bei meiner Monsterfarm einen Teil nicht ausgeleuchtet und da sind die gespawnt. Mittlerweile ist das allerdings ausgeleuchtet, aber ich glaube, das seht ihr noch in einer Folge, wo kommt. Wie wäre es mit einer Spitzhacke? Ich glaube, ich habe eine gemacht. Vielleicht habe ich auch keine gemacht, ich weiß nicht. So hart, wie ich mich dran halte, dass ich da keine brauche. Fällt mir übrigens gerade was auf. Wenn man Minecraft nicht kennt, und Minecraft so anfängt zu spielen, dann checkt man ja gar nichts. Man möchte Steine abbauen, geht nicht. Droppt nicht. Man hat Holz, aber was soll man mit dem Holz machen? Ich finde das schon... Das Spiel sagt ja eigentlich nicht viel, wenn man keine Ahnung hat. Gut, ich weiß das jetzt. Ich bin nur einfach zu stur, da eine Spitzhacke zu bauen. Aber wenn jemand das Spiel nicht wirklich in- und auswendig kennt, oder man braucht es ja nicht mal in- und auswendig kennen, aber... Wenn man das Spiel halt am Anfang nicht kennt und das neue spielt, finde ich jetzt nicht so super, ehrlich gesagt. Früher, wo ich angefangen habe, gab es da von Mojang tatsächlich Videos, die ich aber allesamt nicht gecheckt habe. Aber ich habe das ja dann mit Freunden gespielt und so kam man dann da rein. Wir haben uns das dann mehr oder weniger gegenseitig beigebracht. Und die Lava braucht auch ewig da drüben, bis die endlich mal verschwindet.
glaube, mit Wasser geht es schneller. Aber es kann auch sein, dass da irgendwas hier am Nether liegt oder an den Chunks oder an was auch immer. So genau kenne ich mich da, um ehrlich zu sein, nicht aus. Ich schaue gerade, wie lang meine Aufnahme schon läuft. 10 Minuten 16 und das 10 Minuten 12. Okay, ich habe alles mit dem Tastendruck gestartet, aber es hat trotzdem nicht gleichzeitig aufgenommen, wie ich es liebe. Ich habe es mir auf denselben Hotkey gelegt, auf R, aber es hat nicht funktioniert irgendwie, was weiß ich. Oh, da City hat eine Verzögerung. Ich weiß zwar nicht, wo die herkommt, aber okay. Das heißt, ich muss halt dann nachher mit dem Abmoderieren aufpassen. Ab und an mal drüber wischen und schauen, dass ich 3, 4, 5 Sekunden vorher meine Abmoderation mache. Das wird dann wieder spaßig. Im Schnitt aus dem Es dauert ewig, weil das Ding das ja dann nicht automatisch lädt. Ich muss es ja dann zweimal laden. Das ist sowieso so eine Sache. Mit dem, wir laden ihre Dateien, damit sie schneller bearbeitet werden. Ja, mach. Ich finde es sowieso seltsam, das Rendering-Programm weigert sich konstant, über das Grafikrendering meiner Grafikkarte zu benutzen. Das benutzt ausschließlich meinen Prozessor. Entschuldigung. Und das verstehe ich nicht, ehrlich gesagt. Wieso? Ich habe doch eine Grafikkarte, dann benutzt die doch auch. Vor allen Dingen ist dann blöd, wenn man nebenher was anderes machen will. Weil ich will mich ja nicht nur aufs Rendern konzentrieren tatsächlich. Und ich habe ab und an mit meiner Zeit auch noch was anderes vor. Ich weiß nicht, ob man das verstehen kann oder so, aber ist tatsächlich so. Was mache ich denn jetzt da? Mache ich sowas? Und ich glaube, dann hat sich das tatsächlich erledigt. Wunderbar. So, holen wir uns ein paar neue Stufen. Und plastern das kleine Loch da auch noch zu, das wir noch haben. Ich glaube, ich habe mich getäuscht, was meine Spitzhacke angeht. Aber ja, man kann nicht immer alles wissen, leider. Wäre trotzdem effizienter gewesen, die Spitzhacke zu benutzen. Aber hey, es gibt halt sture Leute, habe ich so gehört. Verstehe ich jetzt gar nicht. Weiß ich auch nicht, wie ich da drauf komme. So, dann bauen wir mal wunderbar weiter. Ach ja, ich wollte noch zwischendurch erwähnen, ich habe gerade YouTube auch im Hintergrund auf. Let's Play Minecraft Skyblock Folge 23 mit dem Namen Erfolg Schallplattenklänge. Die hochgeladen wird am 7. Oktober 2017, beziehungsweise veröffentlicht wird, die ist irgendwie rot, grün, verzerrt, doppelt. Ich weiß nicht, ob YouTube gedacht hat, das sei eine 3D-Aufnahme oder irgendwas. Auf jeden Fall kann man die kaum anschauen. Allerdings habe ich die Originaldatei leider nicht mehr. Das heißt, ich kann euch da nicht helfen. Ich werde die trotzdem so hochladen. Ah, da hat jemand bemerkt, dass der Schwierigkeitsgrad auf einfach ist, auf friedlich ist. Entschuldigung. Und ja, da fällt schon das erste Zombie Pikmin runter, beziehungsweise Schweinezombie, wie das auf Deutsch heißt. Und warum habe ich die da runtergeschmissen? Habe ich mir die damals ercheatet? Und dann wollte ich das. Ja, ich glaube, so war das, genau. Ich habe mir die damals ercheatet und habe sie ja nicht gebraucht und wollte auch das Ercheatete ehrlich gesagt nicht mehr benutzen. Weil mir das dann doch irgendwie, weiß ich nicht, wollte ich nicht. Da fliegt sie durch den Gast und ja, das ist sowieso so, sage ich, werde das hier noch ein Weilchen probieren, aber es wird nicht funktionieren. Und da kommt der zweite Gast und es hat mich damals so hart genervt, die Gast. Jetzt haben wir ein bisschen verrottetes Fleisch und insbesondere Gold ein, wir brauchen ja dann den Erfolg. Wir müssen ja zwei Erfolg, wie heißt es denn?
Genau, zwei Goldbarren uns craften. Beziehungsweise bekommen mindestens zwei. Und da dran arbeite ich gerade. So. Es wird nicht funktionieren, komm, ich gib's auf. Ja, sind nur dumm. Vielleicht hat man dann sogar, ich habe es sogar mit dem Bogen probiert. Hat auch nicht funktioniert. Ja. Ich kann es noch mit dem Bogen probieren. Wird auch nicht funktionieren. Könnte zumindest die nächste Minute dann überspringen. Obwohl eine Minute wird es nicht gern sein, aber trotzdem. Ja. Macht einfach keinen Sinn so. Vor allen Dingen, die sind immer so weit weg. Lassen sich nicht treffen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, in Minecraft kann man Pfeile wieder aufheben. Ja. Ja. Ja, doch, kann man. Sehr schön. Auf manchen Servers ist zwar ausgeschaltet, auf manchen Minecraft-Server, wo man spielen kann, aber man kann hier in Minecraft Pfeile wieder aufheben. Das finde ich ganz nett. Ja, den kann man schon wieder nicht mehr treffen, weil Minecraft halt. Man kann auch die Falco mit dem Feld treffen, interessanterweise, das habe ich auch mal geschafft. Ja, da war ich dann sehr verwirrt. Hab's dann nachher nochmal probiert. Ja. Wo ich da eigentlich den Gas treffen wollte, soweit ich weiß. Und warum das nie getroffen hat, ist mir gesagt heute noch schleierhaft. Und da habe ich. Magmi! Ein Magma-Schleim. Schade. Warum ich das gemacht habe, weiß ich nicht. So blöd kann man eigentlich gar nicht sein. Hätte ihn behalten sollen. Ja, habe ich mich direkt danach übrigens im Spiel auch gefragt. Da erinnere ich mich noch dran. Und du sollst endlich mal was essen und aus dieser verdammten Hölle rausgehen. Das tut dir nicht gut. Was passiert eigentlich, wenn man so einen Schweinezombie im Flug trifft? Noch bevor sie tot unten aufklatschen. Sind die denn trotzdem alle sauer auf einen oder nicht? Weiß es nicht. Wäre auch mal interessant rauszufinden. Ach komm, Conny, gib's auf. Es bringt nichts. Es funktioniert nicht. Funktioniert halt echt nicht. So, das Zeug einsammeln und dann gehe endlich da raus. Ich glaube sogar, dann bin ich raus, weil viel mehr Gold hatte ich nicht. Ich glaube 59 oder sowas hatte ich. Aber ohne Garantie. Vielleicht hatte ich auch nur 53. Weiß es nicht. Gut möglich. Ja, dann hatte ich wahrscheinlich nur 53. Nein, komm, gib's auf. Gib's auf. Gib's auf. Jetzt kommt da schon der nächste. Fliegen schon drei darum. Ja, der eine ist tatsächlich noch da, der ist da oben irgendwo. Hat man nur noch so leicht gesehen als Silhouette. Wie ich einfach immer Silhouette sagen will, weil es da einen Let's Player gibt. Weiß ich nicht, wie der jetzt. Ich glaube, jetzt heißt der Ryusuke, früher hieß er Gewand 0. Und der hat es immer gesagt. Gut, aber das war's auch für diese Folge. Dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.